Staffel 3 Reloaded heißt, es ist so gesehen derselbe Stand wie vom letzten Video. Das ist, glaube ich, das 23. Video von Staffel 3. Heißt, die Modliste von Staffel 3 Reloaded hat sich an Staffel 3 Folge 23 angelehnt. Diese Mods werden hauptsächlich auch bleiben, kann natürlich sein, dass wir irgendwie mal einen Truck-Mod dazu packen oder und so weiter. Wir bleiben allerdings auf der Game-Version von, oh Gott, ich glaube V1.30.x oder so stehen. .x. Wenn ich dann alle zu dem Zeitpunkt, wo ich dann zu dem Moment, zu dem Zeitpunkt, wo ich aber dem Zeitpunkt Moment, Moment. Ne, sagen wir es mal anders. Zu dem Zeitpunkt, wo ich alle relevanten Map-DLCs besitze, wird dann Staffel 3 so gesehen beendet. Mal gucken, wie weit wir dann sind. Vielleicht wird es dann auch unregelmäßig fortgesetzt, weiß ich nicht, aber dann wird halt Staffel 4 ist dann so gesehen die Staffel, wo ab der dann wieder permanent aktualisiert wird, heißt immer die aktuelle Map. Immer die aktuelle Map-Mod und so weiter. Genauso werde ich auch mit ATS Staffel 2 und 3 Reloaded verfahren. Also ich glaube Staffel 3 Reloaded kriege ich auch noch hin. Ich glaube Staffel 2 auf alle Fälle. Die Mods sind geblieben. Mods seht ihr hier unten in der Beschreibung und so weiter. Da könnt ihr gucken, was da so ist. Und ich würde sagen, genug gequatscht und wir fangen an. Wie gesagt, ist noch alles beim Alten. Ich habe auch gestartet in Suldal Soßen, wo ich mich recht entsinne, wie wir gestartet haben. Sprich, mal gucken, wo es jetzt, was wir jetzt hier fahren. Wir fahren natürlich, würde ich sagen, nach Preis pro Streckeneinheit. So, das heißt, wir fahren immer prinzipiell gesehen nach der bestmöglichen Strecken, bestmöglichen Preis pro Streckeneinheit Verhältnis, beziehungsweise Preis pro Kilometer Verhältnis. Wenn wir irgendwie sowas haben wie was weiß ich von was weiß ich, sagen wir jetzt mal von Bergen nach Bergen, dann fahren wir natürlich das, was halt nicht in der Stadt bleibt. Ja, Madame, legen Sie sich zu mir. Dann würde ich sagen, fahren wir in der ersten Folge okay. Beef, 32 Tonnen Fleischzunge. Beef Tongue von Markus nach Bergen. Ach du heilige Scheiße. Ja, das geht ja schon mal gut los. Gut, dass wir ein Arbeitsdings haben, Arbeitstypen. Auftrag am Arbeitsgeber. Dann müssen wir für den Käse nichts zahlen. Oh Mann. Ich hoffe, die Einstellung ist nicht ganz richtig, die ich gemacht habe, von dem Ganzen, dass ich jetzt auch wirklich vernünftig fahren kann. Ach, und noch was, oh Gott, Google Übersetzer, warum immer wieder neue Sachen. Mich würde echt interessieren, ob das jetzt gerade. Okay, wir fahren Rinderzunge, 32 Tonnen. Ja, das geht schon mal gut los, ne, Jan? Ich hoffe, die Bremseinstellungen sind jetzt perfekt. Als ich jetzt die eine Festfahrt gemacht habe, habe ich gemerkt, dass es zu wenig war. Müssen wir mal schauen. Wir haben auf alle Fälle fangen wir erstmal schön direkt mit einem mehr oder weniger Gierländer an. Das sind ja schon mal gute Voraussetzungen. Ja, ich bin gespannt. Aber das ging echt schon mal gut los.
Und ich habe das Gefühl, die Audio kann jetzt lauter sein. Oh Mann. Soundeffekte auf Stärke. Moment, dann können wir wahrscheinlich auch. Ich glaube, wir nehmen Musiklautstärke auch weiter unten und die Gesamtlautstärke weiter oben. So, bevor wir den Mist jetzt wieder weiter haben, jetzt mal die E-Mail. Ja, das war ein sehr schöner Anfang. Also wir fahren von Markus nach Bergen. Moment, Restzeit 4 Stunden? Wie lange brauchen wir denn schon, oder? 2 Stunden? 3 Stunden, oh Gott! Oh Gott, die Bremsen! Oh, Scheiße. Ich habe, muss ich zugeben, bei der einen Tour, bei der ersten Testfahrt auch mal getestet mit, ich habe auch getestet mit der Lenkkamera. Sprich, das werden wir lenken. Ich muss was vergessen. Sprich, das werden wir lenken, dass dann auch automatisch die Kameraführung quasi mitgeht. Aber ich muss zugeben. Ich war mit einem Regenfilm gerade auf. Ich muss zugeben. Ich muss anders sagen. Ich muss zugeben, das war dann halt doch schon ein bisschen. Ja, unangenehm, unhandlich zu fahren. Also die einzige Veränderung zu Staffel 3, der offiziellen zur Staffel 3 Reloaded, ist, dass wir mit den, wie nennt sich das? Moment, Gameplay, dass wir, wo haben wir das denn überhaupt? Wir fahren mit den Zeitzonen alle Infos, nicht deaktiviert oder sowas. Sprich, wir fahren halt mit Zeitzonen-System und so weiter. Stellplatzwahl habe ich, glaube ich, auch zufällig gehabt. Ja, bei solchen wie jetzt hoffe ich natürlich, dass es nichts ist, wo wir rückwärts einparken müssen, weil da bekomme ich dann auch Probleme. Aber werden wir dann sehen. Ja, heißt wir, Gott, ich muss ja hier vorne rechts gucken. Heißt wir, Moment, wann müssen wir da sein? Wir müssen spätestens um, sagen wir mal, 21 Uhr Central European Summertime müssen wir dann dort sein. Und wir haben 17 Uhr. Das heißt, wir haben, das ist echt eine Einlieferung, habe ich das Gefühl, ne? Das ist ja schon echt. Wann sind wir da? Wir sind vermutlich um. Gut. Puh, das könnte noch eng werden. Vor allem auf dieser Straße werden wir häufig mal in die 50er-Zone reingeprügelt und hier sind häufiger mal Ampeln, so wie jetzt hier vorne. Die natürlich wieder auf Rot springt. Aber das ist halt das Problem mit solchen, mit Map-Mods und dann, ich glaube, noch zusätzlich mit Map-Mods, wo halt nicht diese zufälligen Spawn-Systeme auf lange Trailer ausgelegt sind. So. Ich habe wieder was vergessen. Wir sind ja hier oben im Norden. Die Fracht ist zum Glück nichts gekommen, das heißt, wir bekommen keinen Abzug an Dings, an Geld. Wobei das ja prinzipiell schon Sinn machen würde. Ich meine, wir haben nicht unseren eigenen Truck, wir haben einen Firmentruck einer anderen Firma, den wir ja. Okay, den haben wir. Also. Praktisch gesehen haben wir ihn nicht kaputt gemacht. Theoretisch gesehen. Vielleicht schon, allerdings konnten wir dafür nichts. Praktisch gesehen war es die Spawn-Look, der Spawn vom Trader und Truck. Wobei man das ja prinzipiell auch so auslegen könnte, dass der eigentlich ja schon da stand und wir einfach nur eingestiegen sind. Auf jeden Fall ein etwas ungewöhnlicher Anfang. Geht schon mal gut los.
hatten übrigens das Gefühl, ich weiß echt nicht mehr, ob was lauter war oder nicht. Muss ich dann später nochmal abwägen, ob in-game lauter war damals. In der originalen Staffel 3. Ja, ansonsten eigentlich alles so eingestellt wie sonst halt auch. Tempomat oder die Toleranz liegt bei 5 km pro Stunde, beziehungsweise 3 Meilen pro Stunde. Wir haben doch schon häufiger jetzt hier den einen oder anderen Tunnel, dann kann man den Tempomat schon mal auf 65 einstellen. Dass dann der Retarder uns schön wieder runterbremst, wobei. Gut, da ist schon wieder der nächste rote Ampel gleich, wahrscheinlich, hoffe ich. Doch, natürlich eine rote Ampel. Was denn auch sonst? Oh Gott, das war zu früh. Hier ist ja nichts mehr. Dann noch mal aus, das passt gerade noch, okay. Also echt blöd, dass es auf dem Monitor ist, der ein bisschen weiter weg ist und dass ich es nicht wirklich rüberbekommen habe. Gut, ich könnte die zwei Monitore natürlich umschwenken, dass der Einser-Monitor nicht mehr der Einser-Monitor ist, aber mein Gott, Moment, wir sind ja schon nicht da. Oh nee, Moment, hä, nicht mehr verwirrt. Jetzt bin ich. Wir fahren nur an Markus vorbei, deswegen bleiben wir bei der 50. Können wir doch schon auf, wenn wir nicht schneller können. Vom neuen Renault T-Range habe ich wie nennt man das? Den Trailer gesehen. Also halt diese, wie lange war das? 55 Sekunden oder so. Die Frequenz habe ich gesehen bisher. Aber halt noch nicht im Spiel, weil ich halt auch, also zumindest nicht die offizielle Version. Gut, die könnte natürlich vielleicht eine inoffizielle Version von Versionen oder für Version 1.3 mir runterladen. Natürlich. Aber ich spiele hier erstmal auf noch Version 1.3. Oh. Ich habe auf 52 km auch schon ein. Wenn wir schneller dürfen, dann können wir natürlich auch auf der Tube drücken, aber. Also in-game habe ich den neuen Renault T weder als Mod noch als offizielle Version noch nicht gesehen. Vielleicht sind die Bremsen für meinen Geschmack noch ein bisschen zu stark eingestellt. Wir machen auch Feintuning, alles gut. Oh weia, wir verlieren ja richtig viel Zeit. Kriegen wir das noch hin? Wir sind gerade mit einer ETA von 21.09 Uhr und wir müssen spätestens um 21.43 Uhr da sein. Das wird eng, das wird eine enge Kiste. Wir fahren halt auch. Die Rinderzungen wiegen halt auch was, ne? Das ist alles. Das Ding und hier ständig wieder hoch und runter von der Geschwindigkeit. Dann noch durch den einen oder anderen Kreisverkehr. Da findet man natürlich wieder ordentlich Zeit, ne? Das sind dann halt solche Momente. Okay, wir fahren jetzt richtig auf der E16 Richtung Bergen. Das heißt, es sollte. Sollte, glaube ich. Zwar immer noch
hauptsächlich über Landstraße gehen, aber. Ja. Ja, aber. Ups, sollte. Ah Gott, die Zeit. Holen wir die noch raus oder nicht, ist die Frage. Könnte eng werden. Mal wieder runterbremsen auf 60, bis wir das hier in 60 Kilometer pro Stunde. Never mind, Kreisverkehr. Da kommt nix. Eieiei. Na dann wollen wir mal. Okay, Maut, das Gute ist an dem Mautschirm können wir, also ja, können wir vorbeifahren, wollte ich gerade sagen, können wir mit 50 km pro Stunde glaube ich durchfahren. Schauen wir den diesmal auch wirklich auf 50, den Tempomat. Und nicht auf 55. Ach wobei. Ach ja, ja, lassen wir immer so. Ja, Pause. Und jetzt kickt die Musik wieder rein. War ja obvious, dass wir dafür eine Strafe bekommen. Bisschen zu spät vom Gas los. Lass halt auch mal Tempomat gerade, ob es wieder mit dem mit Hilfe des Tempomaten und dem Retard runterbremsen. Vielleicht auch nicht unbedingt die sinnvollste Art und Weise jetzt für solche Fälle, aber vielleicht schon sinnvoll, um hier ein bisschen mehr an Zeit wieder rauszuholen, indem man sich eher ausrollen lässt oder langsam abbremsen lässt. Rechtzeitig an, das ist das Ding. So, wir haben schon 65. ,39 war das sogar nur. Ach du Scheiße. Boah, der Auftrag zwingt uns ja. Also vor allem der Auftrag zwingt uns wegen dem Anfangsspawn ja schon fast zu schnell zu fahren. Damit wir den überhaupt abschließen können. Und Geld dafür bekommen. Ich meine, wir haben gerade einen Puffer von 19 Minuten. Von nur 19 Minuten, um den Auftrag überhaupt abschließen zu können. Ohne hier direkt wieder, keine Ahnung, komplett miese Prestige zu bekommen. Das ist alles so ein Spawn vom Trailer und Truck ausmachen kann.
wir runter auf 60. Das hin und her mal wieder. Wieder ein kurzer Abschleppschlag, 70. Meine Güte, aber die Zunge und die Beschleunigung ist ja schon ordentlich. Rausgeholt. Wo müssen wir hin? Nach GNT. Oh, wieder unter 60. Wir sind nicht da, wir sollten es. Oh Gott, schaffen wir das? Es kommt jetzt auf allem wie diese zufällige Parkplatzmist ist. Wenn der jetzt auch so bescheiden ist wie der Spawner, dann haben wir Postmahlzeit. Hä? Warum das denn? Da stand doch 70 dran. Weil ich, habe ich es einfach falsch gesehen. Von weitem sah das aus wie 70, deswegen bin ich einfach mit 60 weitergefahren. Ja, gut. Ja, alle Anfänge sind schwer. Bin mal gespannt, ob wir den Ausdruck jetzt immer noch abschließen. Das wäre noch besser. Duffhändler entdeckt. Ach, was ist der Duffhändler? Ach, so heilige Scheiße. Und wo sollen wir jetzt hier hin? Dann nach rechts, hoffe ich mal. Schon mal ein. Lass mich gucken. Einigermaßen humaner Abladeort. Okay, die Kurve haben wir noch so gerade bekommen. Ah, doch. In Ordnung geparkt. Oh, Rinderzunge von Markus nach Bergen geliefert. 288 Kilometer, 7 Stunden 5. 173 Liter verbraucht. Insgesamt haben wir 2816 bekommen. Mit den ganzen, was wir bezahlen mussten, haben wir bestimmt nur knapp 1500 bekommen.
Und ein bisschen Erfahrungspunkte, hervorragend. Ja, wie gesagt, Moment, danke. Nein, Karriereentwicklung wollte ich mir nicht angucken. Bei den Fähigkeiten gehe ich halt auch wieder hier immer der Reihe nach runter.